Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ihr hochgradigen, attraktiven Individuen da draußen an den Empfangsgeräten. Justin ist hier. CWL-Start. Es ist echt spät. Ich denke mal, wir haben noch nie so eine späte CWL gestartet. Es ist, man muss mal auf die Uhr gucken, 8.15 Uhr in der Früh. Das Ding ist, um 10 Uhr wäre Schluss damit gewesen. Ich mir so gedacht, gut, ich stelle mir so einen Wecker zu 22 Uhr, 23 Uhr, irgendwie so in Erinnerung. Was daraus passiert ist, ich war am Vortag schon etwas müde, bin dann über die Nacht eingeschlafen. Am nächsten Tag um 8 Uhr musste ich mir einen Wecker stellen, ich musste sowieso unterwegs so ein bisschen verreisen. Wenn man Urlaub hat, dann kennt man das ja vielleicht, dass wenn man irgendwas vorhat an den Tag, auch früh aufstehen muss. Ja, und so musste ich meine Angriffe heute spielen. Zumindest jetzt. Wenn wir hier noch sehen, wir haben sogar noch im Überfallwochenende etwas. Muss ich auch noch gleich reingehen. Aber darum ist es nicht, soll es sich nicht drehen. Wir haben die Clankriegsliga. Und deswegen geht ein Gruß raus an Yannick, Blackman, Justin, Günther, Saal, Max, Werkner, Mr. X, Podcast, Max, Benny, Dragon Ryan, Bandrew, der Katzenlieb, Panzertin, Clash Freak, Armor King, Fabio, Kubi, Niklas, Gev, Arodi, Nico, Destroyer, Maxi, Johnny, Olaf Scholz, Nibutus, 04, Checkmate, Malchestick, Lili Boy, Eric City, Joker, David, Lauri, Lower Hans, Cedric Gandalf-Würstchen, Neymar, Elf Clash, Swiss Veteran, Lasse, Greenhorn, Tschernobyl und Tyson. Ach so, gucken wir noch einmal kurz auf das Setup, was wir haben. Wir spielen mit 7-16ern, das ist auf jeden Fall richtig, richtig stark. Wir haben Benny gezogen, Mr. X ist ebenfalls neu. Und ansonsten haben wir lauter neue Leute in der Hoffnung, dass wir hier mit 30 Leuten gegen 30 Leuten zurechtkommen. Es wird turbulent, könnte turbulent werden. Und ich würde sagen, wir sehen uns irgendwann mal mit meinen Mates. Ich hoffe natürlich, auch wenn ich Urlaub habe, dass der Bezug zu meinen Vizen trotzdem aufrecht bleibt. Versucht das Ganze natürlich wie gut auf YouTube für euch festzuhalten. Ja, und dann wünsche ich euch mal viel Spaß mit der Clankriegsliga Juni 2024. Ein Blick auf die Gegnersuche und wir haben es geschafft. Wir haben Gegner gefunden und deswegen schauen wir mal rein, was wir hier so haben. Aufstellung kann ich gleich im Zug machen, denn ich muss gleich mit dem Zug fahren. Yay! Myanmar Hero. Okay. Au, 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 au. Ja, obwohl. So ganz unlösbar ist das nicht. Dann müssen wir mal schauen, wo geht's denn hier nach. Banglalion ist der nächste. Okay, sechster Platz zuletzt. Okay. Was eine wilde Clanbeschreibung. Ah, die können wir easy nehmen. Die haben nur einen 15er. Die haben nur einen 15er. Das wird leicht. Das wird sehr, sehr einfach werden. Ich muss hier drauf. Trupank.
Trupang Malolos. Okay. Ja, das ist gemischt. Ein paar stärker, ein paar schwächer. Wir haben deutsche Konkurrenz. Mogul Empire ist der nächste Clan. Der befindet sich hier. Der war auch schon im Meister, ist dann wieder abgestiegen. Okay. Genauso, fast genauso stark wie der andere Clan. Blitzkrieg. Warum deutscher Name aus Indien? Gut. Hier wird zerstört. Die wollen Blitzkrieg, die kriegen Blitzkrieg. Also gerne. Gerne lade ich den Gegner zum Blitzkrieg ein. Pampers und The Barat. Einfach nach einer Kinderproduktmarke. Gegen Pampers 89. Oh, drei frische 16er. Oh! Oh, yes! Ist das geil! Ich habe dieses Zivil gesagt, 12er nehmen wir nicht mit. Deswegen wird 13 und hochgespielt. Die 12er sind natürlich trotzdem dabei, aber als Joker. Ob ich die aufstelle, das weiß ich nicht. Das hängt davon ab, wie viele Leute nicht angreifen. Es sind 30 gegen 30 Zivil. Und hier haben wir 6 16er. Auch hier eigentlich soweit solide. Das ist gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, geil. Ist mittlerweile ein paar Tage her. Sind mittlerweile bei Krieg 3. Der sieht wiederum nicht gut aus, aber gut. Wir müssen von Krieg 1 anfangen. Urlaub hin oder her. Das Video wird sowieso kommen. Habe ich recht, Günther? Es wird kommen, aber ich finde es gerade ein bisschen enttäuschend, dass wir so oft dass wir so reinscheißen. Ja, guck dir die Gegner an, guck uns an. Also wenn ich Also, das so die Gegner sind ansehe. ja nicht mal gut, aber wir haben ein paar Leute, die einfach echt scheiße sind. So ein Lasse ist schon Arsch, muss ich sagen. Jede Zivil das gleiche Gemeckere. Ich Aber wir haben da weiß so ein nicht. paar Leute, die nicht so krass sind. Weiß recht nicht, was ich dazu noch sagen kann, aber gut, Krieg 1. Myanmar, also ich habe genau gesagt, dass die Gegner in den besten Fällen etwas leichter sind, aber der Gegner hatte natürlich mehr 16er. Ja, noch, wir haben trotzdem gewonnen. Ja, erklär du mal, wie. Also, ich glaube mal, was man halt sehen kann, ist, dass halt deren 16er einfach nicht angreifen können. Weshalb wir halt dadurch einen Vorteil hatten, weil wir nämlich deren 16er gedreiert haben, die meisten, und die halt eben unsere nicht. Ja, leider halt 5 Leute, die nicht angegriffen haben, was ein schade ist. Ja, Also, wenn wir also. das mal so realistisch schätzen, wie es geht, ich denke mal, wir sind uns alle einig,
Wir können uns noch ein bisschen zu früh freuen, um wirklich ganz, ganz oben mitzuspielen. Aber wenn du als Clan Zweiter, Dritter am Ende wirst, Ist auch in was wir Ordnung. aktuell sind, dann ist das komplett fein. 30er gegen 30er CWL, warum? Warum haben wir ein 30 gegen 30 CWL gemacht? Weil wir besser sind, weil wir cool sind. Und Nee, weil wir halt viele 13er haben und einfach nicht die Kampfkraft haben, um einen 15er CWL, also 15er CWL zu machen in Kristall 1, weil wir einfach nicht genug hohe Rathäuser haben dafür. Deswegen ist es einfach klüger, in eine 30er CWL reinzugehen und dort halt dann auf dem dritten, vierten Platz zu spielen am Ende. ja, vor allem wenn du schon 45 Leute in deinem Clan hast. Meine sind toll. Deine Angriffe? Ja. Das Ich ist habe bis jetzt eine 6 mal 3 Sterne wilde. geholt. Das ist eine wilde, wilde Base. Welche? Ja, denn dein ersten Angriff von gegen Myanmar Hero. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ach so, das war die Base. Ja. Ja. Alter, was ist das? Sag mir mal. Das ist einfach. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, ich habe eigentlich mehr Erwartungen an Leute, an Clans, die in Kristall 1 spielen. Aber dann sehe ich halt wiederum sowas. Da frage ich mich, wie sind die in ihrem Leben in Kristall 1 gekommen? Ja, Rathausüberschuss. Mehr aber auch nicht. Weißt du, das ist Quantität. Die haben keine Qualität, sondern nur die Quantität. Die Übermacht. Höhere Rathäuser, die nichts können. Großartig. Auch Wären die Gegner genauso stark wie wir von der Rathausstufe? dann wäre es schwer. Dann wären wir in der Lage, schon jetzt Meister zu spielen. Das stimmt. Aber über eine Sache würde ich ganz gerne mit dir reden. Es gab ja vor kurzem Balance Changes, dass die Wurzelreiter verschlechtert worden sind. Erzähl mal ein bisschen genau, was da passiert ist Also und wie sich das jetzt. verschlechtert ist untertrieben. Verschlechtert ist untertrieben. Also die wurden komplett gekillt. Also sie ist noch spielbar, aber sie wurde trotzdem halt gekillt, weil die machen jetzt nur noch Hälfte Schaden. Was schon echt krass ist. Und die haben auf Max Level einfach 500 HP weniger. Ich glaube, das ist nicht so das Problem. Ich glaube, was halt eher das Hauptproblem ist halt, dass die jetzt die Hälfte an Damage machen. Und es macht sich auch wirklich bemerkbar in Angriffen. Okay. Du hattest vor dem Nerf hattest du wirklich am Ende von einem Angriff hattest du wirklich bestimmt noch so 4, 5 Wurzelreiterinnen oder Wurzelkriegerinnen. Und mittlerweile sterben die halt schon mitten im Angriff und dann. Ja. Also klar, es kommt natürlich auf die Base drauf an, auf den Spieler und aber jetzt so von der Erfahrung, die ich gemacht habe und von den Sachen, die ich gesehen habe. Ja. Also man merkt den Nerf schon ordentlich. Ja klar, aber werden weiterhin viele Leute auf diese Truppe zurückgreifen. Es stimmt, aber was gut ist, dadurch, dass die Truppe jetzt schlechter gemacht wurde, können die Leute nicht mehr jede Base so einfach überrennen. Beziehungsweise halt die Leute, die nicht gescheit angreifen können jetzt nicht einfach ihre Truppen da platzieren und dann einfach alles durchrennen lassen. Die müssen da wirklich ein bisschen Hirn benutzen. Würde ich jetzt mal sagen. Also Ja. ist nicht mehr ganz so leicht. Das wird wieder mal ein bisschen darauf hinauslaufen, dass das Ganze wieder zu strategischen
Gründen zurückläuft. Wo ich mich natürlich wieder darauf freue. Ja, finde ich auch gut. Ja. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, ob ich meine Armee ein bisschen umbaue. Ja, du hast Ich habe. so viel, du hast so viel unterschiedliche Experimente schon gehabt zu Ja, ich habe Armeen. schon einiges probiert. Ja, Also jetzt nie vor allem so, jetzt bei der jetzigen Armee. ja, nie so richtig glücklich gewesen. Naja, also ich habe Oh. jetzt ein bisschen rumprobiert und mittlerweile habe ich was gefunden, was gut klappen kann. Ja, aber weißt du, auf der Muss ich halt mal einen schauen. Seite werden die Truppen dann verschlechtert, auf der anderen Seite werden die Gebäude verschlechtert. In irgendeiner Art und Weise gleicht sich das ja schon aus, oder etwa nicht? Naja, also auf Rathaus 15, 16 wurde jetzt nicht viel verändert an den Gebäuden. Also der Inferno-Turm macht jetzt weniger Schaden. Der macht jetzt weniger Schaden, was. Keine Ahnung, ob das nötig war, weiß ich jetzt nicht. Also finde ich jetzt nicht so. Sonst. Ja, ich weiß, dass. Also auf Rathaus 14 macht die Rathausbombe jetzt nicht mehr denselben Schaden, sondern nur wenn man sich verbessert, macht sie mehr Schaden und so. Ich glaube, also Hexen wurden verbessert. Hexen haben jetzt mehr Leben. Was natürlich Wurzelkriegerinnen, Hexen auch wiederum halt wiederum ein bisschen stärker macht. Und es halt ausgleicht. Finde ich ganz gut. Ja, also. Ist halt. Sagen wir es so, der Nerf war, glaube ich, halt hauptsächlich für Wurzelkriegerinnen da. Naja. Ich bin mal Los. gespannt, wie sich das aber in Zukunft weiterentwickelt mit den Wurzelkriegerinnen. Ja. Ob das Supercell vielleicht doch überlegt, sie wieder ein bisschen stärker zu machen. Vielleicht von dem Damage her, weil der Damage ist mittlerweile. Also klar, es ist eine Tanktruppe und eine Tanktruppe sollte nicht so viel Schaden machen. Ich meine, wenn wir es jetzt mit dem Packer vergleichen. Packer hat mehr Leben und macht viel, viel, viel mehr Schaden. Aber ist arsch langsam. Ist arschlangsam, kann keine Mauern kaputt machen wie die Wurzelkriegerin und hat fünf mehr Wohnraum im Armeelager. Also Naja, die ich. Wurzelkrieger sind ja, wenn man das so hinkommt, auch langsam, aber das macht ja nichts, weil die gehen ja durch Mauern. Eben. Und das macht sie halt so krass. Ja, kosten weniger, du brauchst keine Mauerbrecher benutzen, Aber kein Kosten tun sie ja gar Erdbeben. nichts, also. Also sie revidieren sehr, sehr viel in einem. Ja, das stimmt. Also ich finde trotzdem, dass sie zu schwach gemacht wurden. Also wenn Supercell vorhätte, die wieder zu verbessern, entweder halt die Trefferpunkte oder den Schaden, auf jeden Fall nicht beides. Ja, also ich glaube, ein bisschen mehr Schaden wäre nicht schlecht. Denke ich Mal mal. schauen, wie sich das entwickeln wird. Ja. Krieg Ich kann auch nur 1. weiterempfehlen. Ja, Krieg 1, was uns jetzt noch aufgefallen ist, ist, die Gegner hatten überall keine Clanburg drin. Stimmt, das waren die, die keine Clanburg hatten. So, Krieg 2, Bang Glylorn. Welcher Region nochmal? Bangladesch. Hast du dir schon die Clanbeschreibung durchgelesen? Nö, noch nicht. Mach das mal, du wirst staunen. Krass. Okay, Herzchen. Ganz viele gespammte Emojis. Ja, lies mal Krass. von links nach rechts vor. Das gibt's nicht vorzulesen. Ja. Ja, wie die Emojis aussehen.
Also, wie wir in Krieg 2 sehen können, wir haben gewonnen. Ein paar verschenkte Sterne. Vor allem von unseren 16ern. Ja, zweimal ein Sterne oben ist schon ist nicht so toll, passiert aber. Wir haben viermal einen Stern geholt. Das ist schon scheiße. Ja, also. Du hast die 5 angegriffen. Ja, ich habe getauscht. Okay. Gucken Weil eine die Base besondere. mir. Base war mir leichter. Wir haben natürlich Hammerangriffe. Können wir gucken hier von Clash Freak. Ein heroistischer Angriff, da können wir mal reingucken. Flash Freak. Ui. Verteidiger Death Machine. Ja, wie waren die Okay. Gegner denn also aufgestellt? Also. Ich glaube, boah, das weiß ich gerade gar nicht. Muss ich mal nachgucken. Ja. Ich glaube, also die hatten, genau, die hatten einen 16er mehr hatten sie, aber sie hatten, ich glaube, nur zwei 15er. Echt? Die hatten ganz wenige 15er und dann kam halt 14er. Und ja, das war halt dann für uns ganz gut, weil wir halt paar 15er haben und dann 14er und einen Haufen 13er. Ja, wenn du nicht genug 16 hast, Nimmst du 13er? dann nimm einfach mehr 15er mit als die Gegner. Ja. So macht Ja. man's. Man muss überlegen, so Queen Charges sind geil. Vor allem, wenn's Hybrid ist. Stimmt, Hybrid ist immer toll. Ja. Da ist die Queen aber am Anfang fast verreckt, ne? War ganz schön Ja. knapp. Das macht Clash Freak toll. Ja. Sehr toll. Na, seine Queen hat es zeitlich gesegnet. Ja. Also sagen wir mal so, diese Zielwelt wird ein bisschen unspektakulär und organisatorisch. Die nächste sehr wahrscheinlich auch. Dann bist du, Ja. glaube ich, weg. Also der Sommer, der wird natürlich reinkicken. Ja, da, also da wird's. Ich weiß nicht, wann ich Zeit haben werde, wie viel ich Zeit haben werde. Also das. Ja, auf dem Kanal läuft eigentlich auch nicht mehr wirklich viel. Aber war auch angekündigt, dass weniger kommt, weil ich eine Pause habe. Also eine kurze Urlaubsphase. Es betrifft natürlich auch den Kanal. Sind Sie bereit? Ich bin schon längst bereit. Achso. Ja, wir sehen halt hier Brutrider mit Hexen. Ich glaube, so einer der beliebtesten Taktiken, die es gibt. Ja. Aber bei dem Angriff sieht man halt auch, dass der Nerf gar nicht mal so schlimm ist. Und dass die Truppe sehr wohl noch spielbar ist.
man halt nur wissen, wie. Ja, gibt jetzt keine so großen Overkills mehr. Ja, das stimmt. Guck ja, wie viele Root Rider bis zum Ende jetzt noch hier überleben. Ist gar nicht mal was viel überlebt. Ja, das stimmt. Was du denkst, was vorher komplett durchgegangen ist, wo noch 4, 5 überlebt haben, lebt jetzt keiner, wie du ja gesagt hast. Das ist Das der Beweis dafür. Am Ende entscheiden sind nur noch die Helden, was die machen. und Hexen halt. Ja. Und wir sehen, also hätte die Queen nicht die Fähigkeit gehabt, dann wäre das, glaube ich, sogar echt knapp geworden. Obwohl. Ja. Was ich verstehe, ist, warum der Gegner so viele Fallen außen hatte. Verstehe ich auch nicht. Manche Gegner kannst du eben nicht verstehen. Also das Einzige, was ich mache, ist, ich bin ja sowieso im Urlaub. Normalerweise würde ich sagen, komm, ich bin im Low-Urlaub, ich setze mal die CWR komplett aus. Aber zum einen geht es mir um die CWR Medals, zum anderen auch für den Clan. Deswegen, ich greife meistens immer die ganz unteren an, weil ich genau weiß, es wird 2, 3 Leute geben, die dann nicht angreifen. Haben wir überhaupt noch Auswechselspieler? Oh, wir kriegen gerade eine Live-Verteidigung mit. Mal uns anschauen. Gut, dann gehen wir da mal rein. Auf Kubi, der gelieft ist, weil keine Ahnung warum. Auch ganz komisches Thema, als ich mir das gestern durchgelesen habe. Das ist eine sehr, sehr wilde Armee. Also ich weiß nicht, wie die Gegner. Soll ich Er hat einen Level dir 14er Kill. soll ich dir die Geschichte einmal sagen, wie weshalb Kubi geliebt ist? Weshalb? Es geht darum, wir haben eine CWL-Pflicht. Vor allem, wenn wir 30 gegen 30 brauchen, dann gibt es sowas nicht. So, weißt du? Keine Informationen, ja, ich will unbedingt nicht mitmachen oder ich kann nicht, weil ich, was auch immer die Gründe dafür sind, man hört von diesen Leuten nichts. Man stellt sich auf Rot, man fragt sich, hä, warum? Weißt du, ich war auch auf Rot gestellt vor der CWL, war aber klar, wenn die CWL anfängt, klare Kommunikation, A und O. So, du weißt, es ist CWL-Pflicht. Wenn du nichts zumindest sagst vorher, aus wirklich wichtigen Gründen, du kannst nicht teilnehmen, bedeutet, wirst mitgenommen. Ja, und dann wurde er aufgestellt, hat dann im Clan-Chat gejammert, warum wurde ich mitgenommen, warum und auch immer und so weiter. Ja, und ist dann gelieft. Wo ich auch gedacht habe, hä, du. Ja, und so weiter. Weißt du, was das Komischste an der ganzen Sache ist? Was? Er kam mit der Argumentation, ja, dann kann ich meine Helden nicht verbessern, wo ich mir denke, Bruder, die Saison geht eine Saison. Also ein Monat. Die Season Saison geht End. eine Saison. Ja, die Saison geht ein Monat. Ja, du weißt, was ich meine. So, die Ja. CWL startet immer Anfang des Monats, right? Ja. Wann endet eine Saison? Ja, 5, 6 Tage vor Ende des Monats. genau. Und Das nicht heißt, du direkt hast Ende, rein aber. theoretisch eine Woche Zeit, deine Helden zu leveln, ja? Und du kriegst es in dieser einen Woche nicht hin, deine Upgrades zu planen. Also da muss man ehrlich sagen, ist man doch eigentlich auch selber schuld. Ich verbessere meine Helden eigentlich nur mit Büchern. Das kann man natürlich auch machen, aber du hast Labor, du hast Begleiter und du hast Helden.
Und dann willst du mir sagen, dass in dieser Woche deine 440.000 aus dem Season Pass verlaufen, weil Kubi es nicht schafft, seine Bauarbeiter oder seine Verbesserungen einzuplanen? Er wusste, wann Zivil ist. Er wusste es. Ich kann es irgendwo auch verstehen, wenn jetzt die Season zu Ende ist und man halt dann die 300k Dunkles reingedrückt bekommt und halt gerade wirklich halt alles am Laufen ist, weil man es einfach nicht auf dem Schirm hatte davor, dann ist es halt richtig scheiße. Ja, aber da ist man selber schuld. Ja, wenn mir das passiert, dann okay, gut, kann ich jetzt Du nichts hast, machen. zur Not kannst du halt mit Tränken das Ganze ausgleichen. Ja. Oder nimmst einfach ein Buch, beendest das, was am längsten dauert. Mit einem Buch geht's zur Not auch. Nur du hast eine Woche Zeit. Und da muss man das schon schaffen. Weil du weißt, dass der Clan dich in einer CWL braucht. Also bis jetzt schaut der dritte Tag nicht so gut aus. Gegner haben 12 Sterne mehr und zwei Aber Angriffe mehr durchgeführt als wir. hast du dir geschaut, wie stark die Gegner aufgestellt sind? Ach du Himmelswillen. Also unsere jetzigen Gegner, die sind halt nicht mal so stark, wenn ich, also. Ja, aber die haben einen großen Überschuss. Das ist das, was ich An meine. Die haben Ja, an 14ern und 15ern. und an 16ern. Elf Na, 16er 16er. jetzt nicht. Ja, die haben sie alle nicht genommen. Also die sind nicht alle im Krieg dabei. Jetzt im dritten. Oh ja, Wie du sehen kannst. Also da. das verwundert mich zwar auch, aber trotzdem, da sind noch zu viele 15er gewesen. Viel Bestimmt. zu viele. Also wenn wir uns die Verteidigung oben ansehen, jetzt auf dich und auf mich, das sehen wir ja schon an den Prozentzahlen. Also die Gegner, die sind scheiße im Angreifen, aber also die sind nicht gut. Meine Defense. Du hast mega Meine gut verteidigt. Defense. 59. Ich muss mir das Ja. genau anschauen. Ich muss mir das mal anschauen. Was Hast du habt schon ihr? bei Was mir ist. gesehen? Nee, das mache ich ja gleich noch. Aber was ist denn da schiefgelaufen, Thorsten? Boston? Und jetzt Boston. Einfach alles rein. Was Rein. spielt er für eine Armee? Das ist Wutzekriegerinnen, Superhexen, Yeti, Supermagier Smash. Kennst du nicht, das ist Meta? Klar. Ja. Das mache ich dann vor allem auch mit Level 5 Hexen. Ja. Die Superhexen gehen, glaube ich, nur bis Level 5. Nee. Die gehen bis Level 7, wie die normalen halt. Okay. Er hat halt seinen Warden nicht gezündet und deswegen ist halt alles verreckt. Das ist so dumm. Ja, kann man ja mal vergessen, ne? Also er zündet sein. Also. Wäre das einem bei uns passiert, ich hätte den Hochkant rausgeworfen für die Scheiße. Ja, bei dir kenne ich das ja schon, dass du sowas machen würdest. Ich meine, wer verkackt denn seine Warden-Ability so krass? Also, das ist ja wirklich. So, deine Verteidigung wolltest du dann gucken. Du hast ja noch weniger bekommen. Ja. Ist ja Die sind ja geil. scheiße, die Gegner. Die sind übelst kacke. Er spielt 11 Schweinereiter. Mit Wurzelkriegerin und Walküren. Das ist die größte Random-Armee, die ich jemals gesehen habe. Seine Queen ist instant tot. Also. Jetzt kommt die Klamburg raus. Zwei Super Minions,
Rest Bogenschützen. Guck mal. Ja, ist das nervig, diese Clanburg. Oh, ist das schön. Oh, wie süß, dass er hier alles frostet. Wie viele von dem Frost habt ihr denn hier überhaupt mitgenommen? Weiß es nicht. Ach du meine Güte. Ich weiß nur, dass der Monolith einfach halt alles weggrillt von ihm. Lustig. Das ist echt, das ist so ein schlechter Angriff. Lustig, sehr, sehr lustig. Also die ganzen Gegner haben es echt nicht verdient, aufzusteigen, muss man sagen. Und die sind Erster, ne? Nee, mittlerweile nicht mehr, die sind Zweiter. Ja. Dann hoffen wir mal, dass die Mughals das Ganze hier besser machen. Wann haben wir denn die denn als Gegner? Ja, der erste Krieg direkt. So. Ah. Die haben 11 16er, aber 4 von den 16ern waren bis jetzt noch nicht so wirklich aktiv. Ja, wer weiß, was wir bekommen. Aber wenn du dir mal anguckst, wie viel 15er die haben, da können wir auch direkt wieder, ja. Das wird nichts. Die haben extrem viele 15er. Spaßig. Das macht Spaß. Das macht sehr, sehr viel Spaß, ne? Das ist ein tolles Game, ist das. Ja. Solche Clans gehören normalerweise nicht in Kristall. Aber gut, wenn man so Scheiße angreifen kann. Oder angreifen tut. Dann ist es ja klar, dass also man Kristall spielt. Mit dieser Clan-Aufstellung könnten die locker in Meister 2 oder 1 spielen. Ja. Also Meister 3 mindestens. Wenn sie gut angreifen könnten, sogar höher. Also wir sagen, also ich sag immer, wir haben die Qualität, aber nicht die Quantität. Die Gegner haben die Quantität, aber keine Qualität. Wie wir es halt an den Clans sehen können, ist es halt wirklich so. Also. Gut. Es wird den einen oder anderen überraschen, aber wir springen ans Ende der CWL. Die Endplatzierung, die werde ich euch gleich noch bekannt geben. Allerdings, zeittechnisch hat es nicht anders bei mir geklappt. Von da an mache ich es so, wie ich es jetzt hier handhabe. Astralkraft gegen Mogul Empire mit 60 zu 62. Ein spannender Klangkrieg. Durchaus schwierig, die Gegner waren besser aufgestellt, hatten hier die ein oder andere bessere Ausgangssituation unten, trotzdem den ein oder anderen Gegner liegen gelassen von Gegnern. Deswegen war der Klangkrieg am Ende so spannend. Warum eigentlich genau? Nun ja, zwei nicht gemachte Angriffe waren der Grund dafür. Wir schauen uns das Ganze mal in der Tableau-Anzeige noch besser an. Und zwar Benny und David. Ich finde es sehr schade, dass man wegen zwei Sternen einen Clankrieg verliert. Ich meine, das würde von der Endplatzierung her, was wir gleich sehen könnten, noch viel besser aussehen. Aber trotzdem muss das natürlich aufhören. 30 gegen 30. Ich habe davon ausgegangen, dass alle Angriffe gemacht werden. Und auch dieser Klangkrieg ist nicht geschafft worden mit allen Angriffen. Traurig. Was will man machen?
Wir kämpfen trotzdem weiter. Das bringt mich zu einem weiteren Punkt, nämlich das Kämpfen. Wir haben nämlich einiges gekämpft, sehr viel gekämpft. Und so hat Günther aus der Alm hier zum Beispiel zugeschlagen. Und das schauen wir uns mal genauer an. Die Wurzelkriegerinnen sind einfach richtig gut. Auch noch auf dieser Stufe. Es ist ein Rathaus 16 auf Rathaus 15 Angriff. Zumindest hier konnten wir zum Beispiel unseren Vorteil nutzen. Die Gegner hatten viele Rathaus 16er auf, ja, sagen wir mal so, Rush-Basis. Also waren überhaupt nicht gut gelevelt. Das ist ja mal die Frage, die man sich stellt. Warum? Warum auf der einen Seite haben die Gegner so viele 16er? Du denkst, du hast 16er, sind aber im Endeffekt Flaschen, die ihre Dörfer einfach nur gerusht haben. In vielen Situationen verstehe ich das nicht. Wir sehen auf jeden Fall, die Wurzelkriegerinnen gehen hier durch das Dorf durch. Frühe Warden-Ability, so kenne ich ihn. Sollte jetzt darauf hinauslaufen, dass hier ein bisschen was außen läuft. Er jetzt hier gewechselt hat mit mehreren Hexen, immer noch Packard als Unterstützungstruppe. Königin kommt wunderbar hier von der Ecke ans Rathaus. Herrlich. Herrlich, wenn die Pläne hier so gut funktionieren. Auch eine richtig gute Kombination. Level 1 Phönix. Freigeschaltet, sehr wahrscheinlich. Oder einfach noch nicht gelevelt. Herrlich. Wie war denn die Klankriegsliga für dich, Lohend? War ganz gut, ja. Also, ich kann mich nicht beschweren. Eigentlich. Wie meinst du eigentlich? Ja, wie, was meinst du eigentlich? Du sagtest, die Klankriegsliga war gut, eigentlich. Ja, natürlich. Also, ich habe auf die, wo ich 3 Sterne gesehen habe, 3 Sterne gemacht. Aber, ja, weiß ich nicht. Hätten auch Warte mal, ruhig hast du nochmal vier? zweimal mehr sein können. Da Wie müssen wir bitte? mal gucken. Hast du in Krieg 4 angegriffen und 3 Stände Gold? Jawohl, hast du. Und irgendeinen, weiß ich nicht, da war ich gegen den 16er, gegen den 14er gematcht, da habe ich nur 2 Sterne mitgenommen. Okay. Spielst Yeti-Hexen Fledermäuse, richtig? Ja, genau. Habe ich jetzt ich habe ja, weiß ich nicht, das Rathaus jetzt vor der Woche oder so geupgradet. Ich habe das mal ausprobiert, da weiß ich nicht, man ja eher von Golem-Hexe mit Eisgolems umsteigen sollte. Okay. Jedenfalls wurde mir das empfohlen. Du meintest das ja auch, dass man das eher nicht reinspielen soll, dann auf Rathaus 13. Deswegen habe ich mir was anderes ausgesucht. Das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Ja, das ist immer base-abhängig, weißt du? Da muss ich nochmal ein bisschen gucken. Ich benutze das jetzt regelmäßig, um einfach die Trophäen wieder ein bisschen hochzupuffen. Und dann werde ich ja früher oder später merken, wo das so an seine Grenzen kommt und wo nicht. Und was ich damit machen kann. Das ist richtig. Aber ich meine, gegen Singles hast du natürlich eine bessere Ausgangslage. Ja gut, Das. aber das ändert sich ja nicht wirklich, ne? Also ob ich jetzt nur die Golems mit Eisgolems und dann halt anstatt den Fledermäusen quasi mit Sepp und also mit Blitz und mit Earthquake spiele, um mir da die 2 oder 3 Single-Target-Infernos rauszunehmen, macht ja nicht wirklich Unterschied. Ja. Das ist ja die Alternative dazu, dass ich anstatt von den Fledermäusen halt einfach ein Earthquake oder zwei Erdbeben mitnehmen und halt Ja, zwei mal ich sag vier. immer, wenn du die Blitzmöglichkeiten hast, also wenn du viel Value ziehen kannst, dann lohnt es sich auf jeden Fall mit Blitzen zu arbeiten. Ansonsten empfehle ich immer Fledermäuse. So Krieg Ja, 5.
Habe ich auch mitbekommen. Also die sind eigentlich ganz gut. Ja. Ich weiß nicht, ob mir die, ich weiß nicht, ob die am Anfang nicht so gut waren oder ob das jetzt, ob die den Zauber nochmal gebufft haben oder sowas. Aber als ich die das erste Mal gespielt habe, war ich jetzt nicht so überzeugt von denen. Aber jetzt von den letzten Angriffen bin ich zufrieden damit. Okay. Ja, wir sind bei Krieg 5 angekommen. Astralkraft gegen Blitzkrieg. Ich habe erstmal gedacht, die Gegner wären genauso wie ich aus Deutschland. Ich habe irgendwie nicht so den Eindruck gehabt, als ob die gegnerischen Gegner hier, also Blitzkrieg, vor allem deutsch ist. Wenn du mal früher deinen Rathaus, wenn du früher oder später einen Rathaus entwickelst und weitergehst, was für Armeen würdest du dann noch so spielen wollen? Oh, das weiß ich noch gar nicht. Das werde ich sehen. Okay. Das kommt dann einfach so, wenn ich mitkriege, dass es halt nicht mehr reicht, dann suche ich wieder was Neues oder probiere was Neues aus. Also dann, wenn die Not da ist, dann steige ich um. Ja. Wenn ich mal 1, 2 bzw. 3 Armeen gut drauf habe, dann spiele ich die erstmal so lange, wie sie reichen. Ja. Und damit umgestiegen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. War eine coole Zeit mit dir und immer wieder gerne. Ja, ja, danke, danke. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Beim nächsten Mal schaffen wir es. Beim nächsten Mal schaffen wir es. Ja, mal gucken, wenn die Leute auch angreifen, ja. Also 20 Angriffe haben wir, glaube ich, verpasst, ne? Habe ich gesehen. Kann sein, ja. Ach nee, Quatsch. Keine 20. Nur 26. Oh, das ist ja auch nicht gut. Ja, auch zu viel. Ach nee, sorry, 16, nicht 26. Tut mir leid, 16. Auch zu viel. Ja, es sind fast 60 Sterne, ne? Damit hätte man eventuell aufsteigen können. Ja, wir wollen auch mal Meister machen. Ja gut, das nächste Mal. Kriegt man bestimmt hin, ne? Gut, ich wünsche Spaß, hau rein. Tschüssi. Sehr sympathisch finde ich ihn. Also der hat auf jeden Fall eine sehr korrekte Stimme. Ja, Krieg 5. Wir waren stehen geblieben bei Krieg 5. Blitzkrieg. Also ich dachte erstmal, das wäre ein deutscher Gegner. Ich habe jetzt geguckt, die haben noch kein Deutsch angegeben. Clansprache ist auch nicht auf Deutsch eingestellt. Ich habe mich geirrt. Aber wo ich mich geirrt habe, war natürlich die Stärke. Die Gegner hier chancenlos gegen uns. Also wir haben richtig abgesandt. Können wir mal gucken. Hier Swiss Veteran auf einen 10er. Cool. Einen 11er haben wir auch nicht aufgestellt. 12er. Selbst die haben wir erst zum Schluss als so eine Art Notlösung aufgestellt. Wir sind in der gleichen Liga geblieben. Die Endplatzierung werdet ihr gleich sehen. Es hat leider nicht gereicht für Meister. Vielleicht ist es wegen den fehlenden Angriffen. Wer hat's denn hier gemacht? Max Wagner und Johnny. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe mit Günther besprochen, wir werden sowieso irgendwas da machen müssen an den Clan. Ob es jetzt hier ein paar Leute trifft, die wir rauswerfen. Es wird so oder so den einen oder anderen treffen, von denen wir nicht ganz überzeugt waren. Gut. Wem können wir denn hier noch zeigen? Lauri ist eigentlich auch gut gewesen. Also zumindest auf den einen oder anderen. Queen Charge Hybrid. Nein, du kannst die Maschine nicht da reinsetzen. Und die Königin in den Single. Nein. Okay. Riesenpfeil. Das hat sich nur bedingt gelohnt, mein Lieber. Ah, das war nicht gut. Das war nicht schön. Jetzt musst du nur noch gucken, dass deine Königin nach innen zieht. Möchtest du sie da haben? Okay. Du hast gut, dass deine Wurzelkrieger hier schön die Mauern aufmachen. Das ist schon mal gut. Somit kann die Königin auch nach innen. Jetzt gehen die Heiler allerdings flöten. Das läuft hier überhaupt nicht nach Plan. Wächter gezündet. Ach du meine Güte. Also das ist noch kein Hybrid, den ich gerne auf 3 Sterne sehen würde.
das Ganze so spontan hier gerade aufgenommen. Ihr glaubt nicht. Also nächste CWL wird sowieso besser. Die wird dann vom 2. bis zum 7. folgen. Bis zum 7., 8. ungefähr. Das Ganze läuft viel, viel besser. Zwar wird es auch darauf hinauslaufen, dass ich erst am letzten Tag das Ganze als Review gebe. Aber wenn ich das Ganze so in Bearbeitung gebe, dass man das auf jeden Fall gut cutten kann, dann läuft das. Nächster Angriff vom Joker. Joker, einer derjenigen, die eine große Sensation in der CWL hingelegt haben. Der hat eine fantastisch gute Saison gespielt bei uns. Kam auch über die 15 Sterne hinaus. Alle Angriffe gespielt. Mehrere 3 Sterne geholt. Inklusive diesen Angriff. Queen Charge Lalo. Das sieht man nicht oft. Aber das ist eine sehr, sehr gute Laufrichtung. Die Königin nimmt jetzt hier die nächste Luftabwehr raus. Somit sind ja nur noch 2 hier am Leben. Und die Laufrichtung ist nochmal richtig, richtig stark. 3. Luftabwehr. Das ist schön. Leider wird die Königin hier früher oder später an den Single Inferno sterben. Was kriegt sie noch raus? Okay, er investiert trotzdem nochmal in Frost. Der will das Rathaus, glaube ich, noch auf jeden Fall rauskriegen. Lalo schon mal gestartet. Ja, du willst die Ballons eigentlich gruppieren in so einer Gruppe, aber so kann man es natürlich auch spielen, ja. Flächenschäden. Mit dem Felsenwerfer auch gut gemacht. So eine richtige, gut gelegte rote Mine wird hier alle Ballons auf einmal attackieren können. Deswegen gruppiert man eigentlich die Ballons viel mehr. Also man spielt pro Verteidigung 3-4 Ballons in einer Welle. Und versucht das dann natürlich mit vielen Eilzaubern auszukompensieren. Gut, hier hat der Queen Charge natürlich Vorrang und der hat gut funktioniert. Und noch einmal Queen Charge Hybrid, dieses Mal von demjenigen, der es wirklich drauf hat, Nebotus. Einer, den wir so lange schon im Clan haben. Ich muss immer wieder dazu sagen, wie dankbar ich darüber bin, auch wenn wir von ihm nicht so viel lesen. Einer derjenigen, die immer wieder konstant von CWL zu CWL abliefern. Und ich würde behaupten, dass es wahr ist, aber Nebotus kann nichts anderes außer Queen Charge Hybrid. Aber wenn er das kann, dann auf Top-Niveau. Wie viele Jahre er schon Hybrid-Spieler ist. Genial. Was ich übrigens noch nicht gesagt habe, es wird den einen oder anderen nicht auffallen, aber wir haben so gut wie gar keine Giftzauber mitgenommen. Die Bögen der Gegner sind leer. Was haben wir denn eigentlich in den Bögen gehabt? Wir haben so eine Kombination aus mehreren Möglichkeiten genommen.
Zum einen viel vertreten, Superlock keinen Bogenschützen, dann hatten wir Bogenschützen-Only-Clanbürgen bei uns drinne. Wir haben auch viel mit Anti Archer Blimp gebaitet mit Elektro-Titanen. Ansonsten alles standardmäßig. Auch einmal so eine Burg, wo ein Lavahund, Headhunter und Bogenschützen-Kombination drin war. Wir haben alles Mögliche reingespielt. Nebotus hier, zwei Wutzauber, einen Heal, einen Unsichtbarkeitszauber, zwei Frost übrig. Toll! Ich muss weiterziehen. Wieder zwei nicht gemachte Angriffe. Aber dennoch war das hier der schwächste Gegner. Es sollte auch klar sein, warum. Wenn wir uns das hier anschauen. Nur ein Rathaus 16er. Wir haben natürlich die Chance genutzt, ganz klar. Wir wollten den zweiten Platz erstmal vorattackieren. Es war immer so, dass wir im Mittelfeld standen. Es war ab und zu ein bisschen gut für uns, ab und zu ein bisschen schlechter für uns. Aber trotzdem haben wir weit oben mitgespielt. Damit ihr schon mal wissen könnt, wo es in ungefähren bei uns geändert hat. Portgas. Wir müssen so gucken, dass wir hier die Gegner finden. E-Titanen. Podcast kennt ihr bereits auch schon, war auch in den vergangenen Videos immer mal wieder zu sehen, was er so in der CWL fabriziert hat. Ich freue mich natürlich immer wieder, neue Mitglieder begrüßen zu dürfen. Deswegen sage ich einmal Shoutout für alle diejenigen, die sagen, ja, ich möchte auch mal die CWL in Astralkraft mitspielen. Ich freue mich, euch mal im Clan begrüßen zu können. Checkt dafür gerne mal die Clan-Beschreibung beziehungsweise auch die Videobeschreibung mal aus. Alles weitere findet ihr dort. Was ich auch übrigens empfehlen kann, ich habe auf dem Kanal mal ein Video mitgeteilt, gepostet, wo ich euch jeden einzelnen Clan vorgestellt habe. Minions, normale Minions. Okay, mit Elektrodrache. Hier hat man den Gift vergessen. Aber guter Frost auch hier gesehen, dass man die Königin mit hätte frosten können. Das ist gut. Zeig mir deine Jumpspells. Tolle Laufrichtung gesehen. Die Maschine hat hier schon ein paar Mauern aufgerissen. Toll. Es ist wirklich richtig schön, was ich hier sehe. Also das ist genau das, was ich mir vorstelle. Die ich ja mal gesagt habe. Wir haben die Qualität, aber nicht die Quantität. Mit paar mehr 16ern, 15ern im Clan wären wir schon längst Meister. Unser Ziel wird es sein, diesen Monat einen ordentlichen Zuwachs zu kriegen, was Rathaus 15er, Rathaus 16er angeht, und dann anzugreifen in Richtung Meister. Konstantin mit Super Bogenschützen. Hier wird die Clanburg schon früh ein Thema sein. Die wird jetzt hier komplett rausgenommen. Wo gehen gleich die Bogenschützen hin? Das ist halt die Frage. Ich glaube, man wollte auch hier versuchen, zumindest das Rathaus noch rauszukriegen, was hier nicht gelingt. Das ist interessant. Ich bin mir sicher, Konstantin wollte das noch nicht so.
Okay, hier kann man schon mal Minions setzen, ist ja kein Problem. Die Kanone ist ja sowieso ein Boden-Attacker. Dann von hier gesetzt, Königin kommt von dort. Sehr interessant. König geht hier rein. Durch das Schlauch. Ab zum Rathaus damit. Ich finde die Laufrichtung sehr, sehr interessant. Gut, Gladiatoren hat man hier noch. Den X-Bogen, den kriegt man sogar auch noch raus. Jetzt werden die Drachenreiter hier sich von den Drachen trennen. Also hier sind so ein paar Komponente, die auf Steckerebene zu kleinen Fehlern führen. Du willst ja in den meisten Fällen auch nicht, dass sich unbedingt die Drachenreiter sich loslösen, sondern dass alles zusammenbleibt. Deswegen glaube ich auch schon, dass der Zeppelin dafür gesorgt hat, dass er seinen Plan etwas umschreiben muss. Wenn man es aber trotzdem rettet und dann drei Sterne macht, finde ich komplett fein damit. Dann ist der Angreifer auch im Recht. Allerspätestens dieser Clankrieg hier, wo wir endlich mal alle Angriffe gespielt haben. Gott, wir haben es geschafft. Juhu! Alle Angriffe genutzt. Aber dieser Clankrieg war wirklich wichtig, denn es ging gerade so darum, wer kommt aufs Treppchen, wo wird die Endplatzierung sein. Aber spätestens, wenn wir wissen, dieser Clankrieg wird gewinnen, haben wir noch die Chance, natürlich mit der Unterstützung der Gegner, eine bessere Platzierung zu kriegen. So, wir schauen uns das Ganze mal an und dann seht ihr es. Es war nämlich sehr, sehr knapp zwischen Platz 2 und Platz 3. Wir wussten auf jeden Fall gut, Mogul Empire ist sowieso stärker. Im direkten Vergleich haben uns 2 Sterne gefehlt. Die hat David liegen gelassen. Und deswegen war das Ganze nochmal ein bisschen spannend. Das hätte nicht sein müssen. Aber es war klar, wenn wir im Krieg 7 dann zumindest nicht abreißen oder auch davor nicht, dann wird das äußerst, äußerst knapp. Wir haben den Gegnern zu verdanken, dass die im letzten Klangkrieg über ihre Angriffe teilweise nicht gespielt haben. Ja, ist normalerweise auch so wie uns. Tollpatschig haben natürlich auch ein paar nicht gemachte Angriffe, aber im letzten Krieg haben die Gegner deutlich weniger angegriffen, als sie es üblicherweise tun und dadurch uns den zweiten Platz ermöglicht zu halten. So, ein paar Angriffe auch hier geschaut. Wem haben wir noch nicht? Wem wollen wir noch einmal? Andrew. Queen Judge Elektrodrachen. Okay. Stimmt, das ist einer derjenigen, die das konstant gut spielen. Jetzt, wo wir es hier sehen können. Es hat mich natürlich einige darauf angeschrieben. Ja, Elektrodrachenverbot hin und her. Einige Leute aus deinem Clan spielen es ja aber trotzdem. Und das ist der Unterschied. Diese Leute sind Profis, was ihr Gebiet angeht. Alle die Leute, die mich ständig fragen und so weiter, die können die mit der Truppe nichts reißen, weil die das nicht können. Wenn es klappt, lenkt der Minenwerfer ab. Oder wird hier schon bereits vom Flächendamage rausgenommen? Boah, ohne Schuss. Weltklasse. Sehr schön. Sehr, sehr gut hier. So. Flammenschleuder wird hier nämlich weggetankt. Das ist das Geheimnis. Es wird Ganze so getimed, dass die Flammenschleuder hier weiter rausnehmen kann. Luftabwehr wird hier rausgenommen.
Du musst als Angreifer, auch wenn du sowas spielst, strategisches Denken besitzen. Wenn du dir das ansiehst, dass der Timing, wann du den Barbarenkönig setzt, dass du weißt, du hast den Flächenschaden, du wirst den Minenwerfer rauskriegen, ohne dass du ihn ablenken musst, sondern hast nur den X-Bogen, wo der König drauf geht. Wenn du das sehen kannst, das ist richtig gut. Dann hast du natürlich noch einen Queenshot. Wenn du den noch kombinierst, ein paar Luftabwehren rausnimmst, all das, was den Elektrodrachen wirklich abschwächt. Nämlich, dass sie lahmarschig sind, dass du nicht auf jeder Base Kettenblitze erzeugen kannst. Wenn du das kompensieren kannst, dann ist das perfekt. Andrew weiß, wie man angreifen muss. Er besitzt strategisches Denken. Und deswegen ist das einer derjenigen, die Elektrodrachen bei uns spielen dürfen. Zumindest auf diese Art und Weise, wie er es hier in diesem Angriff spielt. Purer Elektrodrachen-Spam würde ich auch nicht erlauben. Aber sowas ist kein Elektrodrachen-Spam. Wahnsinn. Clash Freak spielt Queen Charge Hybrid. Es ist von den Mauern her, sieht man ein etwas schlechteres Dorf. Das Base Design ist allerdings eines, das man aus YouTube besonders kennt. Ich sag immer, bei einem Queen Charge Hybrid muss man sich die Base wie einen Kuchen vorstellen und einfach mal ein Stückchen davon abschneiden. Aber ein ganz, ganz großes. Und am besten dann, wenn das Innenstück sehr fluffig ist. Besonders dann musst du das Stück abschneiden. Queen Charge Richtung Rathaus wird ja auch unsichtbar gemacht. Ich hätte hier zum Beispiel jetzt, wo ich gesehen habe, dass der Multi-Inferno drauf geht, auch wegen der Tornadofalle wurde die Königin sehr wahrscheinlich außen gedrückt. Ich hätte die Gladiatoren statt die zwei Frost drauf gespielt. Gut, noch ein weiterer Frost drauf. Du hast sehr, sehr viele Zauber. Du brauchst aber nicht alle direkt zu verwenden für ein Gebäude. Das wird am Ende sowieso übrig bleiben, weil du keine Truppe hast, die das rausnimmt. Also ich hätte den Gladiatoren drauf gespielt. Dann hätte ich meine Frostzauber nicht spielen müssen. Gut, wenn ich mir die Laufrichtung der Königin anschaue, dann wäre die Gladiatorin sowieso hier Richtung der Gruppe der Hybridtruppen gegangen. Das so oder so, das ist klar. Und jetzt der Problem Inferno wird auch noch rausgenommen. 3 Sterne mitgenommen. Und zu guter Letzt nochmal Erik mit sehr vielen Drachen. Zu vielen Drachen. Es war sehr wahrscheinlich jetzt noch gut. Ich versuche das Ganze noch auf Farmangriff zu tun. Oder spätestens, wenn man sich die CWL anschaut. Und den letzten Spieltag insgesamt, dann hätte ich auch keine richtige Lust mehr, irgendwas Strategisches zu nutzen. Einfach alles draufgekloppt. Aber gut, auch das ist die Kunst. Warden. Erik, der Warden. Okay, der Warden, der wird erstmal nicht gezündet. Was ist da los?
Das wird ganz schön knapp, mein Lieber. Also die Heldenausrüstungen sind aber auch sehr interessant. Schaut mal, was drauf ist. Wild. Okay, Leute, wir wollen es natürlich jetzt auflösen. Ihr könnt es ja sicherlich denken, aber wir sind ja auch in Kristall 1 geblieben. Zweiter Platz geworden. Die Platzierung, die habe ich ja gerade auch noch gezeigt. Aber so, gehen wir noch mal etwas genauer drauf an. Topank war wirklich ein bisschen zu stark für uns. Gehen wir mal auf Details und sehen mal, wie viele Rathaus 16er, Rathaus 15er die hatten. Die hatten noch mehr. Machen wir uns nichts vor. Am Ende wird es immer jemanden geben, der von der Meisterliga abgestiegen ist und dann wieder nach oben kommt. So auch bei Topank, daher, weil sie schon mal Meister gespielt haben und immer mit dem dritten, zweiten Platz und jetzt aufgestiegen sind. Sie waren immer weit oben mit dabei, von da an, es war klar. Dieser Clan war ein bisschen zu schwierig für uns, wir konnten nicht mithalten. Sie mussten natürlich ziehen in den Meisterliga zurück. So, Mogul Empire, ebenso ein Clan, dessen wir schon mal in der Meisterliga hatten, also diese Clan. Und auch dort habe ich mir gedacht, ja, sie würden eigentlich dorthin gehören, waren stärker. Dritter Platz, vierter Platz. Und trotzdem haben wir sie am Ende geholt, weil sie am letzten Spieltag nicht eingegriffen haben. Wann? Achso, das Video darf ich ja dann hochladen, denke ich mal. Ja, das geht klar. So. Und ansonsten waren alle Clans, also Platz 4, 5, 6, 7 und 8, deutlich zu stark. Also ich muss sagen, wir waren stärktechnisch gut aufgestellt, oder was sagst du, Günther? Günther. Wie bitte? Was sagst du? Wir waren stärketechnisch besser aufgestellt als die letzten 5 Clans. Ja, also die anderen Clans hatten zwar teilweise mehr 16, aber das waren halt auch viele Trolls. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir gegen den ersten Platz auch gewonnen hätten. Aber ja, die waren halt wohl besser. Ja. Also, sie hatten halt einfach viel, viel mehr 15er als wir. Die haben uns ja sozusagen komplett überrannt. Ja. Was muss denn eigentlich nächsten Monat besser werden? Was brauchen wir überhaupt, um Meister erreichen zu können? Wir brauchen definitiv Leute, die auch ihre Angriffe nutzen in der CWL, nicht so wie manche Leute, die sie nicht genutzt haben. Dann unter anderem halt auch mehr höhere Rathäuser, also mehr 14er und 15er hauptsächlich. Ja. Was weil wir halt mit vielen Rathaus 13ern reingehen. Ja, ist dir aufgefallen, dass kein einziger Gegner, auch genauso wie wir, alle ihre Angriffe genutzt haben. Die hatten auch immer so 1-2 Leute pro Tag, die ihren Angriff nicht genutzt haben. Ja. Naja, hätten wir wie am letzten Tag jeden Tag alle Angriffe gehabt, dann wäre es natürlich schön gewesen. Ja. Ich meine, beim ersten Tag hatten wir 5 Angriffe nicht. Beim zweiten Tag 3. Beim dritten Tag waren es 2 Angriffe. Also das ist ja noch in Ordnung, aber ja, keine, also klar, ich musste ja auch mehrmals durchwechseln. Was mich dann auch genervt hat, ist dann, dass halt immer so spät angegriffen wurde, halt dann irgendwie eine halbe Stunde vor Ende von manchen Leuten. Finde ich mega nervig.
Also, sowas will ich nicht mehr sehen, persönlich. Ja. Also, keine Ahnung, der wäre dann nochmal in den letzten 15 Minuten angreift, also. Ich Ja. meine, klar, ist besser als gar nicht, aber so, Ja, muss nicht aber das sein. macht die ganze Planung natürlich durcheinander, weil du nicht weißt, Eben. greift er noch an, greift er nicht an. Ja, ich finde, wir sollten es halt so machen, dass wer halt bis zu eine Stunde vor Ende nicht angreift, der wird halt in den nächsten Tag nicht mitgenommen. Ja, Außer und er dann meldet noch. sich halt ab oder so oder sagt halt, dass er erst später angreift. Aber da ist es halt nicht vertrauenswürdig. Zum Beispiel bei dem einen Typen hier, wie heißt Das weiß ich nicht. er? Warte, lass ich kurz gucken. Hier, Max Wagner da, also der hat ja, glaube ich, zweimal nicht angegriffen und bei dem wusste ich auch, also wusste man auch nie irgendwie so ganz, ob er angreift, ob er nicht angreift. Wenn er angegriffen hat, hat er oft mal reingekackt, weil seine Armee einfach nicht gut ausgebaut ist und also. Ich meine, wenn du seine Helden anschaust, ein 22er Warden und eine 13er Gladi, das ist Ja, wir müssen eine natürlich sowieso 69er noch, wir Kin. müssen ja sowieso an den ganzen Leuten natürlich was machen, das ist ganz klar. Wir müssen das Ganze jetzt natürlich zum Abschluss bringen. Es gibt natürlich einige Sachen, die noch verbessert werden müssen, um auch wenn wir mal die Chance haben, diese zu nutzen, den Meister halten zu können, Günther. Das stimmt. Ich denke mal, das wird halt jetzt die nächsten Monate im Sommer, wird das halt wahrscheinlich eher nichts, weil. Also, ich weiß nicht, ob ich die nächste Zelle überhaupt teilnehmen kann. Das weiß ich noch nicht. Mal schauen, wie wir das machen. Ja, müssen wir Das wird schauen. spannend. Das wird auf jeden Fall spannend. Aber ich denke mal, Klasse halten sollten wir auf jeden Fall. Also, das Potenzial haben wir auf jeden Fall. Ich meine, wir sind jetzt schon zweimal in Folge Zweiter. Ja. Was recht gut ist. Ja, wir haben sogar mal in der letzten CWL die Tabellenführung für 3 Spieltage Ja. genommen. Das Das auch. stimmt. Ja, da gab es dann aber halt bei manchen Angriffen halt ein paar zu viele One-Stars, weshalb es dann halt daran gescheitert ist. Ja. Ich glaube, wir haben auch, ich glaube, wir sind auch nur ganz knapp Zweiter geworden, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Ja. Diese CWL ist zumindest bisschen besser gewesen. Ja, also klar, der Abstand zum ersten Platz sind halt schon nochmal gute 48 Sterne. Das hätten wir nicht toppen können. Nee. Da hätten wir wirklich jeden Krieg, fast alle Angriffe nutzen müssen und Aber so selbst wenig dann wäre Fehler. es sehr, sehr Ja, spannend gewesen. das stimmt. Ja. Gut, Naja, Leute. wenigstens Zweiter und Medaillen haben wir auch ordentlich bekommen. Ja, wer hat denn diesmal den Bonus gekriegt? Kann ich mal vorlesen, wenn ich es finde. So, also einmal an mich, dann Lowhands, Armor King, Podcast, Joker, Fabio und Greenhorn haben Boni bekommen. Sehr gut. Bei drei Bonis durfte der Clan entscheiden. Ja. War die Boni zwischen mir und Würstchen. Würstchen ist ja aber dann irgendwie, keine Ahnung, ist einfach disappeared auf einmal. Dann noch zwischen Joker und Erik City und ich glaube Clash Freak und Rodi waren es. Ja. Muss das gewesen sein. Ich finde das Konzept so gut, dass man für ein paar Leute abstimmen kann. Ja, wird sehr wahrscheinlich darauf wieder rausgehen. Ja, finde ich Ja, gut, mal weil auch die gucken. Leute, die halt wirklich in der CWL dann halt Vollgas geben und sich Gedanken drüber machen, wie sie angreifen und dies und das, kann man auch so gut belohnen. Ja. Und ich finde, um volle Power zu geben, muss man jetzt auch nicht immer alles dreiern. Man muss halt einfach zeigen, dass man es drauf hat. Mal Ja. so gesagt. So, mal gucken. Vielleicht haben wir Glück und kriegen ordentlich Zuwachs. Ich würde es mir gönnen. Ja, das Kleinbeschreibung, wäre toll. ja, Videobeschreibung abchecken, Kleinbeschreibung abchecken.
Ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen mal begrüßen dürfte. Gut, Günther. Das war die CWL im Juni. Einmal geguckt hier. Drei Leute perfekt gegangen. Du hast aber ganz schön laut den Fernseher. Ich? Ich hab gar keinen Fernseher an. Okay, dann waren das deine Nachbarn. So, Günther, danke schön fürs dabei sein. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann zur nächsten Ziele wieder. Bis darin reingehauen und vorbeigehauen, oder wie das heißt. Bis zum nächsten Mal.